Herzlich willkommen, liebe Freunde, und was geht ab? Ihr möchtet in 2024 noch in Kryptowährungen investieren, denkt vielleicht, es ist zu spät. Nein, das ist es nicht. Es gilt immer noch zu investieren in Low Caps, in Micro Caps. Da sind einfach noch immense Gewinne drin. Ich habe jetzt wieder nachgekauft. Meine Kanalmitglieder, die haben es natürlich gesehen, die bekommen es immer up to date. Aber heute mache ich auch exklusiv für euch mal ein Video und stelle euch ein paar Kryptowährungen in Kürze vor, die ich gekauft habe, ganz frisch zum Zeitpunkt dieser Aufnahme. Also natürlich vor diesem Video noch ein interessantes Projekt, mit dem wir passives Einkommen generieren können. Es lohnt sich extrem, bis zum Schluss dran zu bleiben. Ihr lasst mir sehr gerne einen Kommentar, ein Like da und sehr gerne ein Abo, wie gewohnt nach dem Intro. Peace. Crypto Night Dole, Mann, ich wache über den Markt und gebe Alarm, doch bekomm nicht gleich einen Herzinfarkt. Analysier den Bitcoin sowie Ethereum. Ich halte es für eine Chance, andere halten uns für dumm. Wir gehen direkt rein, liebe Leute. Ich wünsche euch einen schönen Start in die Woche. Ich hoffe, ihr seid erfolgreich gestartet. Der erste Tag ist dann so langsam rum, hoffe ich für euch. Und wir wollen in 2024 in Kryptowährungen investieren. Und wir schreiben ungelogen in letzter Zeit so viele Menschen, lohnt sich das jetzt noch einzusteigen? Bei mir kickt so ungefähr die FOMO, obwohl sie noch gar nicht wissen, was FOMO ist, weil viele ganz neu dabei sind. Der Bitcoin steigt, die Leute kommen in den Markt und natürlich, ich bekomme da auch einige Nachrichten. Viele von euch wissen natürlich, was zu tun ist. Auf jeden Fall erstmal entspannt bleiben. Und ganz ehrlich, wenn ich mir jetzt zum jetzigen Zeitpunkt ein Portfolio aufbauen müsste, sollte, wäre ich über diese Info mehr als dankbar. Geht nicht in die Top 10, Top 20, es sei denn, ihr wollt auf Nummer sicher gehen, vielleicht ein 5x, ein 10x rausbekommen auf eurem Invest, dann ja, aber wenn ihr mehr Prozente haben wollt, natürlich auch mehr Risiko, das muss man natürlich auch immer irgendwo abwägen, dann geht in die viel weiter in die Top 100, Top 200 und noch viel, viel weiter hinten, weil da Prozente gemacht werden, von denen ihr nur träumen könnt. Glaubt es mir, ich habe es im letzten Bullrun erlebt, leider nicht alles mitgenommen und mein größter Fehler im Bärenmarkt war, nicht genug investiert zu haben. Das habe ich diesen Bärenmarkt definitiv anders gemacht, in die etablierten Altcoins auch. Das ist für mich jetzt abgehakt und seit einigen Monaten, eigentlich schon über ein halbes, dreiviertel Jahr, geht es für mich nur noch in diese kleinen Microcaps, Smallcaps, weil da auch richtig, richtig fette Gewinne drin sind, mit wenig Investment auch. Aber wir gehen jetzt drauf ein. Und ganz ehrlich, warum sind wir hier? Wir wollen Geld verdienen, wir wollen vielleicht sogar es schaffen, finanziell frei zu werden. Vielleicht nicht dieses Jahr, aber nächstes Jahr, wenn dann der Bullrun im vollen Gang ist und da ist das noch gar nichts. Wenn Bitcoin jetzt bei 50.000 liegt, müsst ihr euch immer überlegen, da geht locker, das ist Minimum, geht er auf 100.000, 90.000, 100.000. Die 100.000 werden dann erstmal psychologisch wichtig. Wenn er die knackt, da rechne ich erstmal mit einem starken Abverkauf. Aber egal, also hier sind nochmal Prozente drin und was die Altcoins und die Microcaps dann noch viel weiter hinten machen können, das ist krank und das habt ihr noch nicht erlebt. Deswegen lohnt es sich definitiv hier auf meinem Kanal vorbeizuschauen, weil ich hier auch Kryptowährungen unter die Lupe nehme, von denen kaum einer spricht, die einfach immenses Potenzial haben. Also, die erste Kryptowährung ist zum Beispiel hier auch auf CoinGecko, sieht man sie unter den Top-Gainern in den letzten 24 Stunden, ist Palm KI. Also ihr merkt schon, die erste ist eine KI-Kryptowährung. Die Market Cap alleine von 47 Millionen US-Dollar, das ist so immens gering. Das Handelsvolumen 1,8 Millionen US-Dollar in den letzten 24 Stunden. Eine Steigerung von 147%. Natürlich, die KI-Kryptowährung gehen gerade einfach nur durch die Decke. Auch durch die Quartalszahlen von Nvidia. Wisst ihr sicherlich Bescheid, Grafikkarte hat bestimmt der ein oder andere mal im Portfolio gehabt. Großes Maxi-Listening steht hier auch. Palm KI erreicht neues ATH. Trotzdem, die Kryptowährung ist noch relativ jung. Wir wissen noch gar nicht so recht, wo die Reise hingeht,
Aber ich würde hier persönlich meine Meinung, do your own research, macht euch immer selber schlau. Ich würde hier erstmal eine Position eröffnen und dann kannst du immer noch schauen, was passiert. Steckst du noch mal ein bisschen mehr rein? Gehst du erstmal mit einem Huni rein? Rauscht die Sache noch mal ab um 20, 30%? Packst du noch mal einen Huni drauf? So muss deine Herangehensweise sein und setzt dir definitiv ein Limit. Wenn du sagst, $500, das reicht mir, dann ist das okay. $1000, jeder so, wie er kann. 1000 ist natürlich bei so kleinen Kryptowährungen, da kannst du locker ein 20, 30x machen und das ohne Probleme. Du musst dann nur verkaufen. Du darfst dann auch nicht zu gierig werden. Also hier habe ich investiert vor dem Video, wie gesagt, weil für mich hier bei Palm KI oder Palm AI absolut viel noch drin ist. Das wird ein Top-Gainer AI-Projekt. Meiner Meinung nach ist nur dezentral zu bekommen, also über MetaMask, über Uniswap. Und da merkt ihr schon, da wird das Geld gemacht. In den dezentralen Kryptowährungen. Das ist wirklich eigentlich erst der Kryptospace, wenn man sich da bewegt, über MetaMask, sich die Kryptowährung auf die Wallet zieht, da investiert. Und da kann man natürlich auch viele Fehler machen. Deswegen seid da immer vorsichtig. Der Palm-Token fungiert natürlich als Utility-Token auf dem Ökosystem. Eine Plattform übergreifender KI-Chatbot beteiligt sich an den Gesprächen, Codierung, Bildgenerierung und Visionen und Eingaben ihrer Wahl. Habe ich alles schon mal ein Video drüber gemacht. Könnt ihr euch gerne nochmal anschauen. Wir gehen da jetzt nicht so ins Detail drauf ein, aber diese Kryptowährung habe ich definitiv auf dem Schirm. Was auch wichtig ist, Maximum Supply von 100 Milliarden Token. Davon sind jetzt schon im Umlauf 79 Milliarden. Das heißt, 79% sind da auch schon im Umlauf und das finde ich sehr, sehr gut. Die Kryptowährung hat zwar schon 796, knapp 800% in einem Monat gemacht, aber ich glaube, da ist noch nicht Schluss und wir sind da immer noch sehr, sehr früh dran. Und jetzt kommt das absolute i-Pünktchen, Sahnetüpfelchen, nennt wie ihr es wollt, in Partnerschaft mit Google AI. Mit Google, mit, ich kann es nicht sagen, ich müsste es wegpiepsen. Mit Google in Partnerschaft. Also da auch, liebe Freunde, was soll ich euch sagen? Das Ding ist richtig heiß. Die nächste Kryptowährung, auch da hatte ich ein größeres Video drüber gemacht. Gestern, vorgestern. PureFi-Protokoll, auch diese Kryptowährung müsst ihr auf dem Schirm haben. Als ich drüber gesprochen habe oder mich angefangen habe, dafür zu interessieren, war die Marktkapitalisierung bei 5 Milliarden US-Dollar. Wir sind jetzt bei 13 Milliarden momentan, auch eine kleine Korrektur drin. Also wie gesagt, da lohnt es sich meiner Meinung nach auch eine kleine Position aufzubauen. Die bekommt ihr dezentral auch über Gate.io. Und was haben wir noch? Ja, die einzige Börse ist Gate.io. Deswegen auch, dass die noch nicht auf so großen Börsen gelistet sind, ist geil. Weil dann kommt auch noch immer mehr Bekanntheit natürlich. Und auch mehr Geld in den Markt, in diese Kryptowährung. Umso früher, umso besser sind wir dabei, jetzt darin zu investieren. Ich habe sie mir über die Binance Smart Chain geholt, über MetaMask auch heute nachgekauft. Und wie gesagt, Platz 932 und einfach geil die Marktkapitalisierung. Lasst den mal einfach nur mal auf eine Milliarde gehen oder mehrere hundert Millionen US-Dollar. Da geht der Preis durch die Decke. Wir sind hier bei 22 US-Dollar Cent, also $10 kann das Ding erreichen, vielleicht sogar mehr. Vom All-Time-High 2021 60% im Minus und das war bei 60 US-Dollar Cent. Also ich glaube, dass die KI-AI-Kryptowährung jetzt schon einen Run haben. Vielleicht bricht das Ganze auch noch mal ein. Ja, der Fokus ist vielleicht weg davon, aber dieses Narrativ wird dann gerade Richtung Bullrun wieder so aufgegriffen werden, weil die Leute mit KI Verbindung haben und das ganze Thema KI sowieso nicht mehr weggehen wird. Das ist gekommen, um zu bleiben. Die Technologie wird immer weiterentwickelt, ob es von Google ist,
ob Nvidia da auf jeden Fall eine Riesenrolle mitspielt mit ihren Quartalszahlen, mit der Hardware, die sie dafür zur Verfügung stellen. Und wer hätte das gedacht, dass wir irgendwann mal mit solchen VR-Brillen, VR-Brillen hier rumlaufen? Oder ja, ChatGPT, du da alle Fragen beantwortet bekommst, irgendwelche Bilder, Videos generieren kannst, die man einfach nicht mal von den echten unterscheiden kann. Und das ist crazy. Und da können wir jetzt einfach von profitieren. Natürlich musst du die Sache dann auch abverkaufen. Du kannst das nicht bis an dein Lebensende oder denkst hier long-term durchhotteln. Nein, kurzfristig, mittelfristig hier Gewinne mitnehmen und vielleicht auch ein Risiko gehen. Jetzt richtig heißes Ding. NetVRK, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, 7,8 Millionen Dollar Marktkapitalisierung. Das ist wiederum gar nichts. Auf Platz 1096. Auch hier lohnt es sich meiner Meinung nach eine Position aufzubauen. Leider über die Ethereum Chain gekauft. Habe ich es mir über die Ethereum Chain gekauft. Die Gas Fees waren, glaube ich, heute bei 23 Dollar, die da mit reingeflossen sind. Ihr könnt es aber über Maxi oder KuCoin, natürlich könnte ich mir auch bei Maxi oder KuCoin noch ein Konto eröffnen, aber wie viele denn noch? NetVRK ist eine soziale virtuelle Welt, die auf der Blockchain basiert und es Benutzern ermöglicht, eine Kreation zu erstellen und zu monetarisieren. Und ich habe mir das Ganze mal angeschaut, ist so auf den Gaming-Bereich natürlich ausgelegt. Man kann hier, ist ein Launcher, man kann hier Games launchen, den Token kann man sich anschauen. Die Partnerschaften, sehr, sehr viele Gaming-Studios, die damit verpartnert sind. Man kann ja auch ins Metaverse eintauchen, das White Paper sich mal durchlesen. Also die sind auf jeden Fall im Gaming-Bereich ansässig. Also KI-Kryptowährung und Gaming-Kryptowährung habe ich nachgekauft. Gehen wir rüber zu einem Projekt, was ich noch vorstellen möchte. Und zwar geht es um Nodex. Hier kann man in Nodes investieren, wie der Name schon sagt, und kann da passiv Einnahmen generieren. Steigerung der Kapitaleffizienz, passives Einkommen. Investieren Sie in Nodes. Was ist Nodex? Investiere in Nodes für passives Einkommen. Das Wichtigste in Kürze zusammengefasst: Nodex ermöglicht Teilnehmern, in den Betrieb von Nodes innerhalb der Blockchain einzusteigen und zu investieren, wodurch passive Einkommen durch Transaktionsgebühren und Blockbelohnung generiert werden können. Die Plattform nutzt einen Teil der Einnahmen aus den Node-Operations, um Nodex-Token zurückzukaufen und zu verbrennen. Der Node-Betrieb spielt hier eine extrem wichtige Rolle. Die Funktionalität und der Erfolg von Nodex sind eng mit dem effizienten Erwerb und Betrieb von Nodes innerhalb verschiedener Blockchain-Netzwerke verknüpft. Der Erwerb der Nodes beginnt mit einer sorgfältigen Auswahl von Blockchain-Netzwerken, die aufgrund ihrer Technologie und ihres potenziellen Wachstums als vielversprechend gilt. Nach dieser Selektion investiert Nodex in erforderliche Hardware und Software, um die Nodes einzurichten und den Betrieb zu nehmen. Der Presale läuft bereits. Minimum-Buy sind 0,2 BNB, Softcap 500 BNB und Hardcap 1000 BNB. Es gibt drei Presale-Phasen. In der ersten Phase wird ein Preis von 500.000 Nodex pro 1 BNB festgelegt, mit einem Bonus von 20% auf die gekauften Token. Die Phase ist auf 5% der Gesamtversorgung für den Presale alloziert. Der Startpreis bei der Auflistung wird auf 0,001 Dollar pro Token festgelegt. Die Roadmap auch ganz wichtig, hinschauen: 2025 im Q2 ist erst ein Tier-1-Listing auf einer Börse angesetzt. Das heißt, dann geht es erst auf eine wirklich große Börse. Schauen wir mal, wo die ganze Sache hinführt. Mit einer Gesamtversorgung von 10 Milliarden Token ist die Verteilung darauf ausgelegt, eine breite Nutzung der Teilnahme an Nodex Ökosystem zu fördern. Ich habe hier oben, wie ihr seht, meine MetaMask Wallet verbunden und habe da schon mal investiert, auch nur einen kleinen Betrag, um einfach zu schauen, wo die ganze Sache hingeht. Momentan habe ich da so ein, zwei Sachen, in die ich investiert bin, die passives Einkommen versprechen. Bin ich mal gespannt. Ihr könnt auch sehr, sehr gerne meine Playlist abchecken, in der ich immer wieder Projekte vorstelle. Da ist vielleicht für den einen oder anderen etwas dabei. Aber gerade Nodex finde ich hier persönlich sehr gut und habe ich einfach mal ein bisschen was investiert und wir schauen mal, wo die Reise hingeht. Und jetzt
Noch eine, da gehen wir ganz schnell drauf ein, die Elysium, die hat zurzeit einen absoluten Run. In den letzten 7 Tagen 150%. Die Kanalmitglieder, denen ich die Kryptowährung vorgestellt habe, wer eingestiegen ist, herzlichen Glückwunsch, Happy Profits auf jeden Fall. 162 Millionen Dollar Marktkapitalisierung auf Platz 307, schon relativ hoch. Nichtsdestotrotz glaube ich, da geht auch noch sehr, sehr viel. Seht euch den All-Time-Chart an von 2023, als er gelauncht wurde. Natürlich erstmal ordentlich eingebrochen, aber jetzt marschiert das Ding einfach nur los. Habe ich mir über die Binance Smart Chain geholt, bekommt man auch über Gate.io, Bybit, KuCoin, Maxi Global. Zieht euch diese Kryptowährung auf jeden Fall mal rein. Da gibt es natürlich auch negative Nachrichten, also man weiß nicht so richtig, ist es eine KI-Kryptowährung, ist es eine Gaming-Kryptowährung. Die Elysium, eine Mitte 23 geschaffene KI-Kryptowährung, gibt ein gewisses Rätsel auf. Einerseits preist die Webseite im White Paper an, dass sie ein KI-Netzwerk sind. Auf der anderen Seite, wenn man über Google mal schnell sucht, steht hier offenbart sich jedoch eine andere Geschichte. Sein Partner Immutable, kennen wir sicherlich alle, Epic Games Store, stellen die Elysium als ein KI-gestütztes Open-World-Spiel mit Cyberpunk-Thema, kostenlosen Universe und NFT-basierten Gegenstandsbesitz dar. Nichtsdestotrotz glaube ich, wenn man hier im KI-Bereich und im Gaming-Sektor seine Fühler ausstreckt, kann die Sache richtig geil werden. Also schaut euch diese Kryptowährung mal an, das White Paper, ihr könnt es euch selber alles mal durchlesen. Was die Elysium angeht, Fakt ist einfach, die ganze Sache hat momentan einen Run. Also da nicht auch reinfomoen hier mit 1000 Dollar oder sonst irgendwas, es sei denn dein Anlagehorizont sind bei Elysium 5000 Dollar, dann geh erstmal mit 1000 rein, schau was passiert. Auf jeden Fall erstmal nicht zu hoch einsteigen, aber diese Kryptowährung habt ihr mir auf dem Schirm. Wie gesagt, wenn ihr da mehr Infos haben möchtet oder auch wenn ich mir die Kryptowährung kaufe, sozusagen Kaufsignale, was man natürlich nicht nachmachen muss, checkt sehr, sehr gerne die Kanalmitgliedschaft ab. Da poste ich das immer regelmäßig und auch natürlich meine Watchlist. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr vom Video haltet, was ihr von den vorgestellten Kryptowährungen haltet, die ich nachgekauft habe für 2024, um dann im Bullrun sie natürlich auch abzuverkaufen. Also das Investieren in Altcoins, die viel, viel weiter hinten liegen als die Top 100, Top 200, das lohnt sich definitiv. Also wie gesagt, lasst mir dazu eure Meinung da. Zu Nodex auch sehr gerne einen Kommentar. Natürlich ein Like, das pusht den Algo hier auf YouTube so richtig. Auch sehr gerne ein Abo, um hier nichts mehr zu verpassen. Und die Glocke, bing, bing, ist immens wichtig natürlich. Bis zum nächsten Mal. Peace. Drum hinterlass ein Like und auch ein Kommentar. Lass meine Glocke klingeln, so wie bei einem YouTube-Star. Crypto Night Doll, für euch bin ich nachtaktiv. Bleib up to date, denn jeden Tag geht etwas schief.